Und hier sind wir auch schon wieder, liebe Abzocker und Abzockerinnen, zur 45. Folge meines Elex 2 Let's Plays. Wir beenden jetzt hier mal die Führung mit dem Dimitri durch die Grotte der Morgons. Wie lief es bei Tengis? Hast du eine Handelserlaubnis bekommen? Nein, noch nicht. War ja klar. Wenn bei Khan alles gut läuft, hast du später noch genug Zeit, ihn zu überreden. Na gut. Lass uns weitergehen. Keine Sorge, ich werde Khan schon davon überzeugen, dass du hierbleiben darfst. Dann wollen wir mal zu ihm gehen. Bleib dicht bei mir. Eine Sache solltest du noch wissen. Du sprichst nur mit Khan, wenn er dich anspricht. Alles klar? Verstanden. Steinsbrocken, mhm. Was machst du hier, Dimitri? Du hast besser einen guten Grund dafür, dass du deinen Posten verlassen hast. Ich muss mit Khan sprechen. Der große Khan möchte aber nicht mit dir sprechen. Dieser Fremde bittet um Zuflucht. Ist das so? Marat und ich sind uneins. Ich für meinen Teil denke, der Stillstand wird gewahrt, wenn wir ihm den Aufenthalt erlauben. Schließlich haben wir viele Leute verloren und brauchen Ersatz. Er ist freiwillig hier, sagst du? Ja. Ungewöhnlich. Khan wird über deine Anfrage nachdenken. Bis er eine Entscheidung getroffen hat, darf sich der Fremde hier aufhalten. Er soll morgen wiederkommen, um Khans Urteil zu erwarten. Hast du alles mitbekommen? Ja, warum hat er mir das nicht selbst erklärt? Unsere Gebote verlangen es so. Ich stehe über dir und bin für dich verantwortlich. Es ist ein Privileg, mit der Stimme Khans reden zu dürfen. Und ein noch größeres, wenn Khan persönlich das Wort an dich richtet. Also dann, du hast ihn gehört. Hast du sonst noch Fragen? Übrigens, niemand von euch Würmern steht über mir, du Penner. Aber gut, wie du meinst. Warum redet Khan nicht selbst? Khan gehört zu den Resistenten und er nimmt den Stillstand sehr ernst. Wenig zu sprechen ist ein Zeichen seiner absoluten Hingabe der Stille Ravaks gegenüber. Ist das nicht etwas übertrieben? Im Gegenteil. Einst gab es Anhänger Ravaks, die sich sogar das Leben nahmen, im Zeichen des Stillstandes. Der Tod, als reinste Form des Stillstandes. Ja, Idioten, in der Tat. Heißt das, ihr wollt alle sterben? Ich meine, wir werden ohnehin alle sterben. Idioten! Ist eigentlich, aber man sagt ja oft nicht, was man denkt, ne? Ist in der Wahrheit. In der Realität ja genauso. Heißt das, ihr wollt alle sterben? Natürlich nicht. Du musst wissen, es wird von niemandem verlangt, sich so sehr Ravak hinzugeben, wie Khan es macht. Von einem Morkon wird nur erwartet, dass er den Stillstand ehrt. Wenig zu sprechen oder den Stillstand des Todes zu suchen, ist ehrenhaft. Aber wir sind immer noch Menschen, mit freiem Willen. Wenn du es hier allerdings zu etwas bringen willst, musst du schon beweisen, dass du Ravaks Willen auch wirklich vertrittst. Ach, eins noch. Vergiss nicht, ab und zu mal wieder bei Khan vorbeizuschauen. Wenn du es wirklich nicht abwarten kannst, dann könntest du dir vielleicht deine Zeit im Keller vertreiben. Oder du gehst einfach schlafen. Ich beschäftige mich schon. Gut, gut. Dann kann ich dich ja guten Gewissens alleine lassen. Marat wird sich bestimmt schon beschweren. Ich gehe mal lieber zurück. Du findest mich am Tor, falls du mich suchst. Wir sehen uns. Ich würde ja Tod jetzt nicht unbedingt als Stillstand bezeichnen, ist eher Umwälzung, oder? Wir werden alle recycelt, liebe Leute. Na gut, dann schau mal zu, wie ich hier den Blumentopf klau, lieber Khan. Darfst du das? Und einen Ventilator. Ja, da steht er gleich auf, der Süße. Oh ja. Das gefällt ihnen wieder weniger. Dachte. Doch kein Stillstand hier. Der steht dauernd auf, setzt sich wieder nieder. Was ist denn da los? Ja. Warte, was machst du da? Fleischchen. Ah.
So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um und looten, was nicht nied- und nagelfest ist. Fettiges Notizbuch. Ja, da hinter mir stehen auch einige. Schauen wir mal. Kreationen aus Rattenfleisch. Idee, knusprige Schachtratte. Das Rattenfleisch in Steinstaub ein paar Minuten wenden und mit marinierten Fußnägeln spicken. Auf offener Flamme grillen, bis eine schwarzbraune Kruste entsteht. Ist ja widerlich, Igitt. Ergebnis, negativ 3 Arbeiterklagen über Magenschmerzen, verkauft durch Tengis, untersagt. Idee, blutiger Rattenspieß, das Rattenfleisch in ranziges Fett tunken, um eine klebrige Wirkung zu erzielen, 3 Schichten Blutwasser auftragen, das Ganze dann eine Weile direkter Hitze aussetzen. Ach, hört sich auch weniger verlockend an. Ergebnis negativ. Na, wer hätte das gedacht? Eine Wache bekam Fieber und Atemnot und erbrach sich mehrfach. Verkauft durch Tengis, untersagt. Idee, gepökelter Rattenarsch. Oh Mann, es wird einfach nicht appetitlicher hier, habe ich den Eindruck. Den Kopf der Ratte vom Rumpf trennen und den Rest mit einem Schaber enthaaren. Mit einem Pinsel eine halbe Kelle Schmieröl auftragen, dann eine Handvoll Steinsalz nehmen und einmassieren, wobei das Hinterteil eine doppelte Portion vertragen kann. Zwecks Geschmacksverbesserung, liebe Leute. Ergebnis negativ. Ach was, Tengis bestand auf Kostprobe. Nach einem Bissen landete der Rest im Staub. Hat der Tengis ja doch Geschmack bewiesen, der Gutste. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Okay, und des Weiteren, Idee gefüllte Ratte. Hier wurden einige Passagen ausgeschabt. Ausgeschabt, aha, okay, na gut. Anmerkung, seit unsere Abwerber vermehrt Außenweltler überfallen, habe ich Zugriff auf neue Zutaten. Es hat sich gezeigt, dass eine Braunfrucht wohl Kartoffel genannt und eine Rotfrucht wohl Chili genannt, in Kombination mit dem Rattenfleisch eine wahre Geschmacksexplosion darstellen. Das Rezept wird mich reich machen und hinter Schloss und Riegel bleiben, wo es hingehört. Na, da seht ihr's mal. Kulinarische Schmankerl für jedermann in der Grotte der Morkons. Njom! Gefüllte Ratte, da liegt auch schon eine. Sehr lecker! Die Morkons verstehen was vom... von der Gourmet-Küche, sag ich mal, hier. Aha. Daran stört er sich wohl. Du hast ja nichts verloren, mein Junge. Ja. Okay. Hallo, meine Süße. Du benimmst dich hier, ja? Ich benehm mich hier. Komm her hier. Steck ja nichts ein. Nicht mal die leckere Gummisuppe. Die Finger bleiben bei dir, klar? Was? Moment mal, er hier. Ja, Gun. Hey. Sprich mich nicht an, Außenweltler. Hey. Hast du mal einen Moment? Ketzer, immer das Gleiche mit euch. Ihr klebt wie Dreck an den Stiefeln. Ach was. Euch wird man nur los, wenn man kräftig schüttelt. Also nein. Erraten. Wenn es etwas gibt, das ich wissen sollte, heraus damit. Wenn nicht, tu, was du tun musst, nur ohne mich. Du solltest wissen, dass du ein Idiot bist. Du machst dich ziemlich wichtig. Oh je. Da könnte man hier gleich eine Keilerei vom Zaun brechen, oder was? Du machst dich ziemlich wichtig. Zerreiß dir nur weiter das Maul. Die Rechnung kommt irgendwann. Nur, dass du es weißt, ich sorge dafür, dass ein Zahnrad in das andere greift. Wenn dir das nicht passt, mach einen Bogen um mich. So ein Spinner. Aber gut, damit steht er hier nicht alleine da. Das sind ja lauter... Hör auf damit. Nein, ich denke gar nicht dran. Da hat wir den Honig liegen lassen und eine gefüllte Ratte. Extra für mich. So sieht's doch nun mal aus hier. So viele
lecker Rattenspezialitäten gibt's hier. Oh Mann, ihr widerlichen... widerlichen, garstigen Morkons! Lecker Panade aus Gesteinsmehl. Also so... echt keinen Geschmack. Brumm. Herr mit dem Schrott. Jetzt nicht. Na gut. Vielleicht sollte ich mich auch lieber mal aufheilen, bevor mir hier der Erste aufs Maul hauen will. Was war das? Was war das? Achso, Leiter. Okay. Ja, sehr schön. Was haben wir da? Eine Uhr. Sehr schön, sehr schön. Immer her mit dem ganzen Schrott. Wohl die Konolrodden hier. Aber gut, jetzt habe ich hier auch schon mit wem Einflussreichen ein Gespräch über die fremde Bedrohung geführt. Ich denke, jetzt kann ich dann guten Gewissens auch mal die Quest beim Adam abgeben, dass ich mich zumindest mal mit allen Fraktionen unterhalten habe und mich ein bisschen schlau gemacht habe, welche Kapazitäten wo vorhanden wären. Hey, Alter, ja, so macht man das. Ja. Springt hier durch die Gegend wie ein Wahnsinniger, der Morkon. Ganz ohne Jetpack, habt ihr das gesehen? Der Wahnsinn. Ach, und da ging es weiter runter. Wo wir allerdings nichts zu suchen haben im Moment, nehme ich an, ne? Deswegen steht hier diese Kalkleiste rum. Was soll das werden? Deinesgleichen hat im Keller keinen Zutritt. Zahl oder geh. Was? Zahlen? Ich will... Dir schmeckt nicht, dass ich von draußen komme, richtig? Mir ist völlig egal, wo du herkommst. Mhm. Im Angesicht Ravaks sind wir alle gleich wertlos. Und was verlangst du? Blut
oder Schweiß. Ich kann dir nicht folgen. Das ist die Währung, mit der du mich bezahlen wirst. Tust du es nicht, bleibt dir der Zutritt zum Keller verwehrt. Aha. Fragen wir mal. Ich soll dich mit Blut bezahlen. Heißt das, ich soll jemanden umbringen? Nur ein Duell, keine Toten. Mit dir? Mit mir. Außer du wählst die Alternative. Die wäre... Arbeite! Die Wahl liegt ganz bei dir. Sich die Zähne ausschlagen lassen oder den Buckel krumm machen. Es sind ja schöne Aussichten. Gefällt dir was nicht? Schon gut. Habt ihr sowas wie eine Krankenstation? Möcht mich ja nicht von den Ratten behandeln lassen. Schweig! Dein Herr wird für euch beide zahlen. Wie hast du dich entschieden? Ja, noch überhaupt nicht. Mit dem jetzt ein Duell, ich glaube, das wäre vermutlich nicht die beste Wahl. Mehr Erfahrung dürfte auch die Arbeit bringen. Aber... Kein Interesse. So wichtig ist mir der Zutritt zum Keller nicht. Pah, dann lass dich hier nicht mehr blicken. Ach, lass dich hier nicht mehr blicken. Ach, nee. Tja, das ist ja mal nicht so toll. Ja, das ist ja mal nicht so toll, du sagst es. Na gut, wir verschieben diese Konversation auf einen späteren Zeitpunkt. Dämlicher Kasper hier. Was sagt er denn eigentlich, wenn ich jetzt hier trotzdem die Händler vollquatsch? Die werden einfach nicht mit mir handeln, oder? Ravak mit dir. Interessiert dich die Ausrüstung? Und mit deinem Geiste, meine Liebe. Ja. Du kriegst aber nichts. Ja, du bist aber gemein. Ja. Und deine Erlaubnis? Moment mal. Nicht vorhanden. War zu erwarten. Komm erst wieder, wenn Tengis sie dir erteilt hat. Na, du bist ja eine... Dämlicher Tengis. Gut, obwohl jetzt hätte sich eine andere Gesprächsoption. Schauen wir nochmal. Stillstand überkomme dich. Ach, doch nicht. So, na gut, dann looten wir hier einfach mal weiter. Was steht denn da Tolles? Auftrag freie Wege. Diener Ravaks, als wir das Tor zur Außenwelt geöffnet haben, habt ihr geschworen, in seinem Namen unsere Kammern zu füllen. Doch in letzter Zeit stimmt etwas nicht. Anstatt Boden zu gewinnen, mehren sich die Berichte, dass ihr zurückgewichen seid. Ungeziefer und minderwertige Lebensformen tauchen an Wegen auf, die vormals bereinigt waren. Hört also auf Ravaks Willen und beseitigt diese Unordnung. Fangt südlich unseres Tores an. Der stille Beobachter. Überleg dir gut, was du tust. Ach. Na gut. Marika. Ach, und der Ivan, da haben wir ihn ja. Okay. Ja, wieder alles zum Klauen hier. Danke, dass du meinem Mann geholfen hast. Es tut gut, ihn nach der langen Zeit wiederzusehen. Auch wenn es nicht viel ist, möchte ich, dass du das hier nimmst. Du findest sicher einen Nutzen dafür.
Keine Ursache. Ich hoffe, jetzt kehrt wieder etwas Normalität ein, auch wenn damit nicht zu rechnen ist. Für Hoffnung ist dies hier der falsche Ort. Oh je. Vorsicht, was du hier anstellst. Ist ja gut. So zeigst du also deine Dankbarkeit. Na dann quatsch mal. Aha, wann brichst du wieder zu den Berserkern auf? Tut er das? Wann brichst du wieder zu den Berserkern auf? Shh, nicht so laut. Mist. Offiziell war ich nie bei ihnen. Schon vergessen? Ah, da war ja was. Immer daran denken. Ich handle mit Beutegut, das ich mir mit Blut erkauft habe. Nicht, dass du denkst, ich will dich abwimmeln. Ich will nur nicht, dass hier jemand lange Ohren macht. Ach, da kann man jetzt aber nicht besonders viel quatschen. Sicher doch. Dasselbe Sortiment wie zuvor, oder? Nehme ich an. Nee, er hat jetzt auch mehr gefüllte Ratten, obwohl ich weiß nicht, hat er die vorher auch gehabt. Keine Ahnung. Na gut. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Aha, du hast mir aber auch noch gar nichts gesagt, oder? Aber gut. Ja, das Gebot Ravax haben wir ja schon. Widerstehen und ertragen des Schmerzen des Lebens entspringt deine wahre Stärke. Ach, das ist ein anderes Gebot als das vorige. Na, sehr schön. Das ist auch nicht stehlen hier, das Hacken. Was haben wir da? Kritzelige Notiz. Was soll denn das wieder? Viel Glück beim Öffnen des Tresors. Da hat man mal Erfolg beim Plündern und dann so ein Mist. Das war echt eine beschissene Arbeit, den Tresor unbemerkt aus dem Lagerhaus der Setzer zu schleppen. Jetzt steht das Scheißding hier in unserem Gemeinschaftsraum rum. Und ich krieg das Teil nicht auf. Scheiß Technik. Notiz an mich, vielleicht sollten wir nochmal im Lagerhaus der Setzer nach einem Code suchen. Ha, ja sehr gut, damit hätte ich ja hier in der Grotte der Morkons jetzt nicht gerechnet, den Tresor der Setzer zu finden. Da habe ich ja dieses Schriftstück mit den ganzen Codes. Sehr schön, sehr schön. Da werden wir gleich nochmal nachschauen. Wie hat das geheißen? Gestohlener Tresor der Setzer, da haben wir. Okay, 1889. 4921. Ah, 1889 geht gar nicht. 4921. Okay. Das war nichts. Moment nochmal, was war da jetzt nicht? 7 und 8 geht nicht. Okay. Also muss es
2063 sein, oder? Weil hier ist ein 8er drin. Geht doch. Siehste mal. Okay, naja. Nicht sehr ergiebig. Aber immerhin. Was, du wurdest beim Diebstahl gesehen? Was soll denn der Scheiß heißen? Wir reden später. Du redest besser mit überhaupt niemandem drüber, was du gerade hier gesehen hast. Außerdem ist da nicht gestanden, dass das Stehlen wäre. Angeblich hat sie vor, sie so lange arbeiten zu lassen, bis sie umkehrt. Was? Jemand hat dich wegen deiner Verbrechen gemeldet? Ja, Alter. Was soll denn der Scheiß jetzt? Jetzt kommt dann sicher gleich irgendein Spinner her und will weiß Gott was von mir. Tagebuch eines Abenteurers. Moment mal, ich glaube, ich werde das eher laden jetzt. Wer kommt mir jetzt doof? Ja, Ratibor! Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Bei wem wird man denn wegen einem Verbrechen gemeldet hier? Ach, doof, ja. Das hat sich nämlich... Im Namen Ravax, genau, stehen bleiben. Genau. Du wirst hier als Verbrecher gesucht. Zarina wird über dein Schicksal entscheiden. Willkommen. Zarina. Wahre Stärke entspringt aus dem Widerstehen und dem Ertragen des Schmerzes. Möge Ravak meiner Seele gnädig sein. Ich habe dich bereits erwartet. Du wirst des Diebstahls angeklagt. Ravak verlangt, dass du deine Strafe mit Splittern und Blut bezahlst. Oder du wirst die Konsequenzen tragen müssen. Splitter und Blut? Ravak kann mich mal. Oh Gott. Ja. Yeah. Ravak kann mich mal. Das wirst du bereuen. Ich werde laden. Solange du Ravaks Strafe nicht entgegennimmst, werde ich dir den Handel in der Grotte verbieten. Falls du es dir anders überlegst, weißt du, wo du mich findest. 275 Splitter, so viel war der Scheiß da drin ja nicht mal wert. Also das muss ich eher machen, wenn keiner zusieht. Wobei die zwei stehen da direkt daneben, ne? Na gut, wir stecken das hier wieder ein. Wir wissen ja jetzt... Oder Moment mal, ich lasse das vielleicht... Was ist da jetzt gestanden? Haben Sie darüber auch schon Beschwerden gehabt, oder wie? Nee. Ich lasse die Notiz doch lieber da liegen. Als Erinnerung dran, wo die Kombination ist. Okay. Ach, da kommt mir schon einer hinterher. Ach, doch nicht. Auf zu schleichen, ich hab dich gesehen. Probieren wir hier mal das Schloss. Okay. Tagebuch eines Abenteurers. Meine große Mission. Ich habe im Keller ein Gespräch von zwei Abwerbern mitbekommen. Sie erzählten davon, wie sie jemanden auf dem Pass nach Ignadon aufgegriffen und ihn in die Käfige gesteckt haben. Ich will auch mal raus und was erleben. Wurde heute bestraft, weil ich zu wenig geschafft habe. Die Scheißsteine sind ja so einfach zu schleppen. Dreckskerle. Hab mich mal mit Ratibor unterhalten, der hat mir erzählt, wie er einen Raptor erledigt hat. Und das nur mit seinen Händen. Keine Waffe. Nix.
Langsam wird's echt Zeit, ich muss hier raus. Ich habe mir eine Waffe gekauft. Mein Kumpel hat zwar gesagt, der komische Kauz aus den Schächten verkauft nur billigen Schrott, aber das Teil sieht echt super aus. Die ist perfekt für mich. Einer dieser Tage, die man am liebsten vergessen möchte. Endlich konnte ich in der Arena meinen ersten Kampf bestreiten und ich habe voll versagt. Das nächste Mal muss ich einfach ausgeschlafener sein, sonst werde ich nie die Grotte verlassen dürfen. Ständig wird uns erzählt, dass nur die Stärksten an die Oberfläche dürfen. Keine 5 Minuten würde ich überleben, sagen sie. Nur weil ich in der Arena nicht meine volle Leistung zeigen konnte? Das wollen wir doch mal sehen. Wenn ich mit ein paar Trophäen zurückkehre, machen sie dicke Backen und ich werde endlich zum Bluthund ernannt. Na, da haben wir aber mal einen ambitionierten kleinen Morkon. Wobei, es ist natürlich auch verständlich, dass der aus dem Loch hier dringend mal raus will. Naja, viel Glück dabei, mein Gutster. Oh, das war knapp. Gut. Die Morgen brauchen Leute wie uns. Ja, zum Arbeiten! Glaubst du, ich hab mir das so vorgestellt? Erst schleppst du mich in den Krater, dann deine scheiß Idee mit den Klerikern und jetzt das hier? Oh, willkommen im schlimmsten Rattenloch des Planeten. Das ist alles deine Schuld! Ich gebe zu, die Nummer war nichts. Aber was hältst du davon, wenn wir... Halt bloß die Klappe! Los, konzentrier dich auf die Arbeit! Nee, oh Mann. Die Lümmel, die vor uns hier waren, haben wohl wenig übrig gelassen, was? Meine Lieblingsberserker, vom Regen in die Traufe, Alter. Jetzt sind die bei den Morkons gelandet, ist ja köstlich. Ja, das war wohl nix, da wärt ihr wohl lieber überall sonst geblieben, wa? Ach Gott, nee, was für Spinner. Diesmal laufen sie nicht weiter, gibt's doch gar nicht. Bin gerade mit dem Kopf woanders. Am Arsch. Bin gerade mit... Ups, eigentlich wollte ich mit dem anderen reden. Aber der wird auch nichts sagen. Ich hab gerade echt keine Zeit für dich. Ja, dann siehst du mal. Oh Mann, oh Mann. Tja, das lief ja mal echt nicht besonders gut für die beiden. Würde ich mal sagen. Sloppy. Eine im Weg, aha. Bisschen Erfahrung. Fürs Steine aufheben. Interessant.
blutiger Brief. Mein lieber Schatz, Sie dürfen nichts von meiner Schwangerschaft erfahren. Lange kann ich es vor Ihnen nicht mehr geheim halten. Die Resistenten werden uns umbringen, wenn herauskommt, dass wir unerlaubt Nachwuchs kriegen. Die Schächte sind groß genug, dort sollte ich einen sicheren Platz finden. Unser Kind muss vor diesen Tieren in Sicherheit gebracht werden. Wie kann es nur sein, dass sie über unsere Familie entscheiden dürfen? Ich werde mich schnellstens auf den Weg machen und deinem Bruder diesen Brief mitgeben. Du sagtest, dass ich ihm alles anvertrauen kann, falls mal was sein sollte. Hoffentlich erreichen dich diese Worte rechtzeitig. In Liebe, Nadja. Ach ja, ist das nicht liebreizend, Morkon Geburtenkontrolle. Es ist ja wie in China hier. Unerlaubt Nachwuchs zeugen, das geht ja mal natürlich überhaupt nicht. Wo kämen wir denn dahin? Das werden die Morkons unter gar keinen Umständen gestatten. Nein! Dämlichen Penner. Weg da. Aha. Hey, du hast hier nichts zu suchen. Die Tunnel hier sind nicht sicher. Absolute Einsturzgefahr. Wenn du Ratten jagen willst, such dir einen anderen. Aha. Und das war das letzte Wort in dem Fall. Kein Schritt weiter. Hier ist Einsturzgefahr. Na gut. Interessant. Dann quatschen wir hier mal mit dem Sloppy. Sprich mich nicht an. Zu spät. Wenn jemand mitbekommt, dass wir uns unterhalten, muss ich wieder Prügel einstecken. Los, ab mit dir. Ach, der arme Sloppy. Sprich mich nicht an. Wird immer verprügelt, wenn er was sagt. Höchstwahrscheinlich, weil er so einen Scheiß redet wie mit mir gerade. Sprich mich nicht an. Ja, bam, 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 bam. Da hast du es, Junge. Tja. So kann's einem gehen. Ach, jetzt sitzen die woanders. Ah ne, da sitzt nur wer andere jetzt drinnen. Die zwei stehen noch genau dort. Doof. Die Türme sind nur ein weiteres Problem für mich. Na gut. Da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Naja. Dann wünsche ich euch noch einen recht schönen Tag. Habt viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Elex 2. Ciao, Leute.